Redner in dieser Aussprache spricht der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir diskutieren heute nicht über das Roboterauto, auch nicht, wie ein privater Nachrichtensender jetzt noch schreibt, ein Gesetz zum autonomen Fahren, sondern über automatisiertes Fahren. Es ist schon ein paar Mal angesprochen worden, dass hier immer wieder Dinge auseinandergehen bzw. dem einen oder anderen nicht klar ist, worüber wir reden. Wir reden darüber, dass der Fahrer jederzeit wieder eingreifen können muss. Und wir reden auch nicht über die übernächste Stufe, nämlich den Fahrer zum Passagier. Wir reden aber beim automatisierten Fahren über das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und wir denken, dass das in diesem Gesetzentwurf gut austariert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir können es. Wir können technisch innovativ sein. Wir haben eine Vorreiterstellung der deutschen Industrie bei der Anmeldung von Patenten zum autonomen und automatisierten Fahren. Ja, wir können auch beim Rechtsrahmen innovativ sein. Man traut es Juristen, lieber Bundesminister, ja gar nicht zu, dass auch ein Rechtsrahmen innovativ sein kann, der nicht nur verhindert. Ja, wir brauchen uns nicht verstecken vor dem Silicon Valley und den Techniken dort. Wir haben keine Innovationsskepsis und wir haben auch kein verzagtes Mal abwarten, was die EU oder international geregelt wird. Nein, wir können mutig voranschreiten, lieber Bundesminister. Wir haben einen Leuchtturm, einen Meilenstein mit diesem Gesetz heute in zweiter und dritter Lesung. Und wir befinden uns in einem technisch hochinnovativen Umfeld. Und deshalb werden wir auch dieses Gesetz, so wie eben schon angesprochen, auch immer wieder anpassen. Technik und Gesetz laufen hier in einem Wechselspiel, in einem interessanten Wechselspiel, wie ich meine, in der Entwicklung. Insofern, lieber Kollege Kühn, ist natürlich die Generalkritik auch wirklich nicht angebracht. Ich möchte nur ganz einfach auf den Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung verweisen, der übrigens für Fahrrad und Droschke genauso gilt wie fürs automatisierte Fahren. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Und genau diesem Grundsatz folgt auch dieses Gesetz. Sie können also ganz beruhigt zustimmen. Wir haben parlamentarisch nachgeschärft bei den Pflichten der Automobilhersteller. Wir haben nachgeschärft, wenn es darum geht, wie die Rücknahme zu erfolgen hat. Wir haben nachgeschärft beim Datenschutz. Wir haben insgesamt, denke ich, hier nach intensiver Diskussion ein innovatives Gesetz geschaffen. Die Änderungen erhöhen noch einmal die Rechtssicherheit für den Fahrer und schaffen gleichzeitig Klarheit für die Entwickler. Zusammengefasst, innovative Technik und ein innovativer Rechtsrahmen mit den richtigen Leitplanken. Das heute zum Beschluss vorliegende Gesetz hat den ersten TÜV bestanden und ist straßentauglich. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache.